Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe einen Bonbon im Mund, nicht wundern. Wieso fange ich eigentlich an zu filmen, wenn ich einen Bonbon im Mund habe? Man weiß es nicht. Es ist abends, heute ist Donnerstag. Ja, und das ist mein Yoga-Outfit. Ich habe gerade ganz spontan noch eine Yin-Yoga-Stunde gebucht. Und ich trage ein relativ altes Outfit von Mandala. Pulli und die Yoga-Leggings. Da habe ich sehr, sehr alte Running Socks von Adidas. Und darunter trage ich so einen Top. Sieht man jetzt kaum. So, hat sich so ein bisschen hochgerollt. Von Oysho. Und auch das ist leider sehr alt. Oder was heißt leider? Auf jeden Fall ist es sehr alt. Ich kann euch mal versuchen, was Ähnliches zu verlinken. Und dazu trage ich, weil es ein bisschen bequemer ist, mein Scrunchie aus dem letzten Vlog von Arket. Cool. Schon verrückt.
Ihr Lieben, ich bin zurück vom Yoga, habe jetzt gekocht, habe jetzt alles noch im Ofen und so auf Sparflamme, denn Philipp ist gerade mit Jimmy draußen. Ich warte jetzt, bis die beiden wieder da sind und dann gibt es Essen. Es ist viel zu spät. Viel zu spät. Es gibt Spaghetti-Kürbis, überbacken mit veganem Käse, Tomatensauce und Kirschtomaten. Und ja, ich freue mich mega darauf. Ich glaube, ich hatte erst einmal in meinem Leben Spaghetti-Kürbis, wenn mich nicht alles täuscht. Und in letzter Zeit habe ich es irgendwie überall gesehen. Und hier in London oder in England, ich weiß nicht, zumindest hier in London, kriegt man wirklich sehr, sehr schwer, tatsächlich eigentlich nur in extrem gut ausgesuchten Gemüseläden oder auf irgendwelchen speziellen Farmers Markets, aber ich habe auch schon sehr viele abgeklappert, wo es auch nichts gab, nämlich keine Hokkaido-Kürbisse. Das ist ja so der Standard-Kürbis in Deutschland, den es an jeder Ecke gibt, den ich persönlich mega gerne mag. Und hier habe ich dieses Jahr bisher noch keinen einzigen gesehen. Ja. So, der Spaghetti-Kürbis ist fertig und so sieht er aus. Drin haben wir Tomatensauce, dann Kirschtomaten und veganen Käse. Und das Ganze wurde dann so überbacken, das habt ihr ja gesehen. Und dazu gibt es nochmal ganz, ganz viel Tomatensauce. Mhm. Siehst du? Oh, das hat gerade richtig schön nudelig ausgesehen. Ja, aber das Problem ist, glaube ich, ganz schön heiß. Ich kann das jetzt nicht essen. Oh, okay. Oder? Ganz doll pusten. 3 Jahre später. Puste ruhig richtig. Ich puste richtig. Und? Keine Reaktion? Nee, sehr gut. Okay. Verrückt, aber man unterschätzt halt, ja, wie dieser Kürbis schmeckt. Der schmeckt halt nudelig irgendwie. Echt? Ich finde schon. Okay, ich probiere jetzt auch nochmal. Mhm. Echt gut. Sieht auch nudelig aus. Okay, ich teste jetzt auch mal. Soll ich mich auch pusten? Das kommt am nächsten so an so Nudelersatz ran, so im Vergleich zu Zucchini-Nudeln und so, finde ich, schmecken nie nach Nudeln. Ich finde, so kriegt Zucchini-Nudeln schrecklich, muss ich zugeben. Ich finde das manchmal schon auch ganz gut. Weißt du, woran das liegt? Nee. Das war einmal, da war ich in New York. Ah, okay. Und da hatte ich den Kater meines Todes. Ich nehme das immer noch auf, ne? Ja, ist okay. Auf jeden Fall. Und dann am nächsten Morgen sind wir zum Mittagessen quasi irgendwie zum Brunchen in so einen Italiener irgendwie gegangen. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, wie auch immer das auf der Karte dann steht, Zucchini, Spaghetti, oder was auch immer. Oder wahrscheinlich. Irgendwie so, oder Green Spaghetti, oder irgendwie so Stuff. Und ich dachte mir so, ja, Spaghetti, perfekt. Und dann dachte ich mir so, ja, mit Zucchini, gut, noch ein bisschen Gemüse dabei, perfekt. Und dann kriege ich da diesen Haufen Raw Zucchini-Nudels und ich dachte so, nein, das darf nicht wahr sein. Aber das schmeckt wirklich ein bisschen wie Nudeln. Das ist wirklich schlimm. Ja, ist echt gut. Und seitdem haben die für mich immer so ein bisschen. Ja. Ich mag es am liebsten, wenn man halt die Zucchini-Nudels mit den normalen Nudeln mischt, um einfach ein bisschen mehr Gemüse zu haben. Weil vom Geschmack her, klar, können die halt eigentlich nichts. Aber das ist echt gut vom Geschmack her. Das ist echt mega gut. Das schmeckt wirklich irgendwie Nudeln. Fühlt sich auch an wie Nudeln. Mhm. Anyway, wir essen jetzt. Weißt du, wie es aussieht? Nein? Ja. So ein bisschen wie Glasnudeln, weil die so durchsichtig geworden sind irgendwie. Wenn man dir das jetzt einfach in einer anderen Form gegeben hätte, also nicht in dem Kürbis, hättest du gecheckt, dass es kein, also ja, dass das es Kürbis ist? Das ist die Frage. Oder hättest du vielleicht, ich hätte vielleicht gedacht, das sind Glasnudeln. Du hast recht. Aber ist auch ziemlich krass, wenn man da ganz genau hinschaut. Das sind ja wie so quasi diese der Punkte. Durchschnitt von einer Nudel sozusagen. So das Profil von der Nudel ist da schon zu erkennen. Verrückt, dass diese Pflanze so wächst oder diese Frucht oder wie auch immer. Echt crazy. Gemüse. Okay. Anyway. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlogtag. Heute ist Freitag. Ich bin gerade unterwegs nach Dalston. Und da treffe ich mich mit einer Freundin zum Coworken und wir gehen zu einem Sample Sale.
So, ich bin zurück, habe gerade schon die Waschmaschine angeschmissen, weil, seht ihr diesen Wäscheberg? Oh mein Gott. Oh, die Blume hier, ich habe sie versucht hier aufzufüllen mit so Nagellacken und Krams. Das war das Einzige, was ich hatte. Die sind nämlich noch nicht getrocknet. Das sind noch quasi lebende Blumen. Und ich möchte die eigentlich trocknen und vielleicht muss ich die dann sogar erstmal nochmal woanders hinstellen. Aber das ist der Tisch bei Tageslicht. Ich habe mir jetzt noch diese Platzmatte von Anthropology geholt. Allerdings, was sagt ihr? Ich habe ja sonst auch viele gelbe Akzente. Passt sie hier rein? Mein Fehler war, ich dachte, es wäre ein Zweierpack und es war nur in einer Pack. Und jetzt habe ich für 14 Pounds nur eine bekommen und müsste sowieso nochmal zurück und nochmal eine zweite holen. Und gerade eben bei meinem lokalen Blumenhändler um die Ecke habe ich zwei Pflanzenpots gekauft. Zweimal den gleichen, weil mir leider welche kaputt gegangen sind. Ja, yep, das war sehr dringend. Jetzt zeige ich euch noch Jimmy. Jimmy, willst du auch Hallo sagen? Hallo, wie geht's dir? Dir ging's nicht so gut letzte Woche, ne? Aber jetzt ist schon wieder viel besser. Er ist gerade irgendwie sehr fröhlich, dass ich nach Hause gekommen bin. Und ja, hallo. Sucht jetzt, glaube ich, nach was Leckerem zu essen in der Küche. Aber da gibt's leider nichts. Tja. Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, es ist schon abends, aber ich mache mich jetzt auf den Weg nach einem langen Arbeitstag zu dem, ja, freudigen Part des Tages. Und zwar als erstes gehe ich zum Vagina Museum. Das hat offiziell noch gar nicht eröffnet, das ist hier was Neues in London, aber meine Freundin macht dort bei einem Event mit, die macht da ein Live-Drawing und hat mich gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen, mir das Event anzuschauen, weil ich glaube, dass es eben ein Blogger-Event ist und deswegen dachte ich, gehe ich da einfach mal mit hin. Weiß sonst noch nicht so recht, da ist irgendwie eine Panel-Diskussion noch, aber wie gesagt, sonst habe ich keine Ahnung. Und danach dachten Philipp und ich, machen wir noch eine kleine Date-Night, deswegen habe ich mich auch ein bisschen schicker gemacht und gehen am veganen Pizza essen in Camden. Oh, und ich dachte, ich nehme euch mit auf die Date-Night. Trying to change policies, and since we want to hear personal stories from the Dutch youth, we want to use those stories to actually integrate our stories in the Dutch policies. I've been working together with a podcast called Damn Honey, and they talk about all the shit you have to deal with as a woman nowadays. And they're super great. They're two girls. They're like 27 and 28, and they have 5,000 listeners. We hold events like this, or we hold really large festivals around the world where we get world leaders in front of hundreds of thousands of people, and we say, look, we want you to take women's rights seriously, to take girls' rights seriously, and that's what we're trying to do
with our campaign at the moment to get leaders around the world to support UNFPA, especially ahead of the summit in Nairobi. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could do it. Hallo ihr Lieben, happy weekend. Ich stehe hier in voller Montur. Es regnet wie jeden Tag seit 2,5 Wochen in Strömen, kleinen Strömen. Es ist gerade eher so ein Drizzle, aber eklig genug. Wir gehen trotzdem raus, deswegen habe ich mich sehr wetterfest angezogen. Wir treffen uns mit Freunden, die zu Besuch in London sind. Und wir machen so eine Art stilmäßig, ein bisschen wie so ein Escape Room. Allerdings ist es so eine kleine Tour durch einen Teil von London und man kriegt quasi die Clues und so per SMS und geht dann quasi nicht in einem Raum, aber eben in einem Viertel von London auf Entdeckungstour. Und ich finde, das klingt sehr, sehr gut. Danach muss ich ganz dringend hier in die Wohnung und das Wohnzimmer aufräumen. Es sieht katastrophal aus. Echt eine Schande. Ja, das gehört für mich zur Selfcare auf jeden Fall dazu, aufzuräumen, weil ich mich so unwohl fühle, wenn es unordentlich ist. Und das ist einfach viel zu oft, viel zu sehr unordentlich bei uns, was total auch an mir liegt, weil ich einfach gerade so von der Arbeit total viel Stuff rumliegen lasse und oh Gott, ich sehe so richtig zerdrückt aus. Gestern war auch ein schöner Abend, aber ich sehe zerdrückt aus, obwohl ich viel geschlafen habe. Anyway, ja, phew. Ich mache mich dann mal noch komplett fertig, warte auf Philipp und Jimmy, die sind gerade noch draußen. Das klingt, glaube ich, in letzter Zeit immer so, als würde Philipp immer für mich mit Jimmy gehen, was gar nicht stimmt, by the way. Er meinte erst das letzte Mal, als er mit ihm gegangen ist, oh mein Gott, ich war schon voll lange nicht mehr mit ihm draußen, weil eigentlich gehe ich wirklich immer. Nur jetzt war es zweimal so, dass wir halt irgendwie was vorhatten und ich halt doch immer ein bisschen länger brauche, um mich fertig zu machen als er. Und ja, wobei, jetzt stehe ich ja auch schon in voller Montur, also hätte ich auch mit ihm gehen können. Anyway, so. So viel dazu, ich trinke jetzt meinen Kaffee, ich habe das Gefühl, ich habe es arg nötig und dann geht's. I'd come and get you. I can't forget you. Es ist der neue Tag, ich bin zurück zu Hause. Ihr seht da hinten meinen Schminktisch-Chaos so rum. Aber schaut mal, das hier ist die Tage angekommen, meine Kleiderstange. Ich habe endlich eine und Philipp hat mir die netterweise aufgebaut und jetzt putze ich hier ein bisschen und dann packe ich die hier in die Ecke neben meinen kleinen Nachttisch. Und ich freue mich so sehr. Tada! So sieht das jetzt erstmal aus. Also wir haben hier das Bett und hier ist meine Seite. Und diese Kleiderstange soll wirklich dafür sein, nicht einfach random irgendwelche Kleider aufzuhängen, sondern hier möchte ich immer so meine Outfits vorplanen. Und idealerweise mache ich das dann immer am Wochenende. Und ich muss jetzt keine 7 Outfits rauslegen und auch nicht sagen, das ist jetzt genau das, was ich an einem bestimmten Tag anziehe. Also hier hängt jetzt auch noch so die Hose dran, sondern vielleicht so 3 bis 4 Outfits, die ich dann an bestimmten Tagen anziehen kann, je nachdem, wie das Wetter dann tatsächlich ist. Und einfach, um morgens den Stress rauszunehmen, wenn ich mich dann mal spontan nicht entscheiden kann, was ich anziehen soll. Bei mir ist es tatsächlich so, dass das sonst einfach ja meinen Morgen versaut, wenn ich mich wegen sowas Unnötigem stresse. Und deswegen möchte ich einfach in Zukunft damit vorbeugen. Und ich dachte, ich zeige es euch nachher mal. Das sieht jetzt sehr unspektakulär aus. Ich würde dazu noch die Accessoires rauslegen und die Schuhe. Und das ist dann ganz praktisch, weil dann kann man hier unten das auch hinstellen. Und vielleicht mache ich mir hier noch so eine kleine Schale nebendran oder auch nach unten, wo ich dann noch die Ohrringe oder was auch immer, also gerade wenn ich jetzt hier so Statement-Ohrringe in der gleichen Farbe in rosa dazu möchte, dann kann ich die direkt dazulegen. Als erstes schaue ich mir dann mal an, wie das Wetter die Woche so wird. Bei uns ist es wirklich ein Regendesaster momentan. Ansonsten seht ihr, ist es immer temperaturtechnisch ja relativ auf einer Ebene. 17 Grad sind schon fast ein Ausreißer anfangs, aber naja, das heißt, die Outfits sind schon so ein bisschen für ungemütliches Wetter. Mal schauen, was ich da so Schönes finde.
So, damit bin ich jetzt erstmal schon sehr zufrieden. Das sind quasi drei Outfits. Das eine ist halt sehr einfach, weil es einfach so ein Pulli-Kleid ist und da nur Accessoires dazugehören, eine Strumpfhose und Schuhe. Und ich habe jetzt einmal hier diesen dunkelblauen Rolli mit diesem roten Blazer und dann einer Jeans da unten. Und dazu habe ich dann meine Converse. Da habe ich dann da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt, aber da habe ich auch dann schon so die Socken reingesteckt. Und für Accessoires habe ich mir einfach hier mal so ein Schälchen hingestellt. Das sind die Accessoires für alle Outfits. Da weiß ich dann ja, was ich mir dabei gedacht habe. Die rosanen Ohrringe, die sind für das Outfit mit dem rosa-roten Oberteil. Und die goldenen für das mit dem roten Blazer. Und meistens ziehe ich die rosa Ohrringe auch gerne zu diesem grauen Pullikleid an. Deswegen doppelt sich das da. Und die Schuhe hierfür weiß ich gerade noch nicht genau. Vielleicht auch dann wieder die rosanen. Und auch hier habe ich mir die schon dazugestellt. Und ja, also das macht mich schon mal sehr glücklich so, weil ich dann eben schon vorbereitet bin für die neue Woche. Und das finde ich einfach mega beruhigend irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und wenn ich dann irgendwie eine Eingebung hab und was anderes anziehen will, dann kann ich das ja auch immer noch machen. Das ist ja überhaupt nicht das Ding. Aber so habe ich schon mal so ein kleines Outfit-Safety-Blanket sozusagen und finde es mega, mega cool. Ihr Lieben, ich schneide gerade den Vlog. Ich bin gerade nochmal runtergekommen, um meine Kamera mit der Speicherkarte mit den letzten Dateien zu holen und ich habe den Vlog nicht beendet. Wie ihr seht, trage ich das Outfit, das auf der Kleiderstange hing. Es hat heute Morgen alles super geklappt. Ich musste mega früh aufstehen, es ist jetzt schon nachmittags und ich bin ein bisschen zerzaust vom Regen. Es regnet immer noch, aber es hat mir so gut getan heute Morgen, dass ich einfach nur dieses Outfit schnappen musste und überwerfen konnte. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht mit dieser Technik, mit diesem kleinen Trick. Und ich werde euch versuchen, die Kleiderstange in der Infobox zu verlinken. Ich glaube, es gibt das gleiche Modell in Deutschland, vielleicht auch bei Urban Outfitters und eventuell bei Amazon. Oder gucke ich mal. Ja. Und damit würde ich sagen, habt eine ganz tolle Woche und bis ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.